Wir hatten folgende Sachen. Erstens ist es wirklich noch eine Terrororganisation von den Mitteln, die sie verwenden. Die IAA hatte 3 Jahre Waffenruhe. Die Hamas hatte 3 Jahre Waffenruhe. Die ETA, selbst zu ihren Hochzeiten, hatte 3 Jahre Waffenruhe. Nur weil es eine Waffenruhe gibt, heißt es nicht, dass es keine Terrororganisation mehr ist. Die Hamas, die Hisbollah, all diese Organisationen sind nie von der Liste genommen worden, weil wir wissen, dass sie potenziell das immer noch machen. Es wurden Stellungen von den PKK angegriffen, von den Türken. Waffenlager wurden angegriffen. Man hat keine Waffenlager, wenn man nicht vielleicht irgendwann diese Waffen nochmal verwenden will. Es ist keine friedliche Organisation. Die konkreten Anschläge sagen das, die in der öffentlichen Opposition genannt wurden, und die Stellungen, die es tatsächlich noch gibt, sagen das. Das heißt, was die Mittel angeht, sind sie immer noch bereit, möglicherweise auch gegen die Zivilbevölkerung, wie die öffentliche Opposition heute gesagt hat, dieses Mittel einzusetzen, weil sie gegen die Türkei sind. Sie sind gegen die Türkei als Organisation und gegen Türken, weil sie von denen unterdrückt wurden. Ja, wir sagen, dass sie unterdrückt wurden, und ihr habt recht. Aber wenn das Einzige, was wir dagegen stellen könnten, ein Symbol ist und wir echte Effekte zeigen können, dann haben wir vielleicht eine Chance, diese dann Debatte zu gewinnen. Dann zeigt sie ein. Genau, das machen wir. Diese Antiterrorliste hat 2 Probleme für die Kurden aktiv, die dort leben. Und das hat euch Desi explizit gesagt. Erstens, es sorgt dafür, dass es eine Finanzierungsmöglichkeit gibt für die Kurden. Das sorgt dafür, dass sie weiter Waffen haben können. Das sorgt dafür tatsächlich, dass sie sich aufrüsten können, finanziell, medial und nach all den Sachen. Das wird die DDT, wie ich gelernt habe, schwächen im Verhältnis zur PKK. Wofür wird das sorgen? Erdogan ist nicht dafür bekannt, dass er mit Minderheiten besonders liebevoll umgeht. Das wird zu einer noch stärkeren Überreaktion gegen die Kurden führen. Weil jeder Diktator, der ein bisschen Angst vor Minderheiten hat, gerade wenn sie 20% der Bevölkerung ausmachen, gerade wenn man ein so autokratischer Herrscher ist wie Erdogan, der sich auf einen Neo-Ottomanismus bezieht, der tatsächlich explizit auf ethnische Türken ausgerichtet ist, gerade in diesem Moment wird Erdogan hart gegen die Vorteile vorgehen und noch härter, im Gegensatz zu der Idee, dass sie nicht mehr Waffen haben, dass sie nicht mehr aufstocken und dass die DDT stärker ist. Das heißt, es werden noch mehr Kurden unter Verfolgung leiden. Und nur weil ihr sagt, wir wollen das nicht und wir wollen ein Symbol setzen, können wir euch sagen, dieser autokratische Herrscher wird einen Backlash haben. Und der wird sich nicht ein bisschen gewaschen haben, sondern sehr. Auf der einen Seite sagst du, es ist nur ein Symbol, das überhaupt nichts aussieht. Auf der anderen Seite wird es auf einmal zur massiven Unterdrückung der Kurden führen. Erstens entscheide ich. Zweitens sollten wir es trotzdem nicht delegitimieren. Nein, ich entscheide mich. Ihr habt nur ein Symbol. Wir haben echte Sachen, die passieren. Ihr habt gesagt, das Einzige, was wir haben, ist das legitimierende Symbol für Erdogan. Und das ist euer stärkstes Argument. Wir sagen, Erdogan verwendet dieses und muss dieses Argument nicht zwangsläufig verwenden. Erstens, weil in der Türkei hat er einen so starken Rückhalt unter seinen Anhängern, dass die PKK immer noch für die komplette türkische Bevölkerung, die einzige relevante Stakeholdergruppe für ihn zu vielen Teilen ist, tatsächlich das Ganze verwenden wird. Er hat zweitens die Möglichkeit, dass er andere Sachen nimmt. Üblicherweise nimmt man dann Spionage, Volksverhetzung. Das sind Sachen, für die man Leute dann auch noch einsperren kann. Und das machen leicht autokratische Herrscher. Was haben wir nun als Gegenalternative? Erstens, sie nicht finanzieren können, ist schon mal hilfreich. Zweitens, wir sagen, Wandel durch Annäherung ist so ein bisschen unser... es ist kein neues Konzept, aber es ist ein bisschen die Idee, die wir haben. Wir sagen, wenn wir tatsächlich nicht einfach nur verprellen, sondern sagen, euer Kampf gegen die Minderheit da ist kein legitimer Kampf mehr. Erdogan, alles was du machst, ist eigentlich Verbrechen. Dann haben wir ein Problem tatsächlich, mit Erdogan überhaupt noch uns an einen Tisch zu setzen. Das ist erstens problematisch wegen IS, weil selbst wenn du behauptest, dass die Türkei ein Interesse hat, Kobane ist glaube ich 2 Kilometer von der türkischen Grenze entfernt und da passiert nichts. Also von daher, es ist nicht ganz wahr, dass die Türkei aktiv dagegen arbeitet. Und wenn die Türkei tatsächlich Flughäfen bereitstellt für der amerikanische Truppen, dann ist das wirklich das unterste Level an Unterstützung, das man als NATO-Partner geben kann. Also viel weniger geht wirklich nicht mehr, außer wir haben nicht so sehr was dagegen. Die Idee ist da an dieser Stelle, dass es dieses eigene Interesse begrenzt, nur begrenzt gibt. Aber wir haben auf der zweiten Ebene tatsächlich noch den aktiven Fall, dass dieses Symbol nicht nur genutzt wird von Erdogan, sondern auch von der EU. Dieses Symbol von uns kann genutzt werden, um zu sagen, wir verstehen euch. Wir können eure Probleme nachempfinden und wir wollen euch nicht komplett verprellen. Wir setzen uns mit euch an einen Tisch und sagen, ihr werdet vielleicht privilegierte Partner der EU. Sorgt ein bisschen mehr für Menschenrechte. Und das ist das, was Desi euch auch gesagt hat. Es ist ein bisschen besser geworden in den letzten Jahren. Es gibt Rückschritte. Ja, es gab in den letzten 2 Wochen Rückschritte. Aber das heißt nicht, dass es nicht konsequent besser geworden ist. Und alles, was ihr machen wollt, ist Erdogan antagonisieren und zu sagen, in diesem Fall setzen wir uns nicht mal mit euch an einen Tisch. Ich nehme eine zweite Frage. Wieso ist die Peschmerga als militante Separatistengruppe besser als die PKK und deswegen unterstützen sie? Das kommt zu meinem zweiten Punkt, ein stabiles neues Kurdistan im Nordirak.
Die Peschmerga hatten eine autonome Region im Irak und haben diese größtenteils alleine geführt in den letzten Jahren im Irak. Sie haben gezeigt, dass sie regierungsfähig sind. Sie haben gezeigt, dass sie stabile Partner der USA im Kampf gegen den Terror waren. Sie haben gezeigt, dass sie ein funktionierendes Allgemeinwesen haben. Die PKK hat auf der anderen Seite gezeigt, dass sie mit Waffengewalt bereit ist, Zivilisten zu töten, um ihre Ziele durchzusetzen. So, das sind die beiden Gruppen, die wir haben. Deswegen wollen wir den einen Waffen geben, weil wir glauben, dass sie vielleicht ein Partner sind, der accountable ist. Bei dem anderen Partner, selbst wenn sie es geworden sind in den letzten 3 Jahren, können wir uns nicht sicher sein. Und wir haben auf der Opposition sehr, sehr, sehr starke Zweifel, dass eine Terrororganisation wie die PKK wirklich der richtige Partner ist, dem wir ganz viele Waffen in die Hände geben. Weil, sagen wir mal ehrlich, die letzten paar Male, denen wir Rebellen wirklich Waffen in die Hand gegeben haben, diese Sachen laufen oft nicht gut. Und gerade wenn sie sich gegen einen Partner richten, wie die Türkei, der sie stark unterdrückt hat, ist es sehr wahrscheinlich, dass diese Waffen gegen die Türkei gerichtet werden. Und das wollen wir nicht. Wir wollen einen Partner haben, der ein Kurdistan hat, der ein Zuhause für Kurden ist, aber ein Zuhause für friedliche Kurden ist. Und wir glauben, das ist eine Stärkung, die notwendig ist. Wir glauben aber, gewalttätige Kurden, die gegen Zivilbevölkerung kämpfen, um ihre Ziele durchzusetzen, ist nicht der richtige Partner. Die hatten keine andere Wahl. Das rechtfertigt niemals den Kampf gegen Zivilbevölkerung. Und das ist der Unterschied zwischen Terrorismus und einem legitimen Partner. Deswegen glauben wir, wir wollen diese stabilen Partner haben. So, was haben wir euch gezeigt? Erstens, die Öffnung der Opposition hat euch gezeigt, warum sie als NATO-Partner wichtig sind. Wir haben euch gezeigt, warum es A, besser für die Kurden ist im Land und wir haben euch gezeigt, warum ein neues Kurdistan stabiler sein kann. Und auf der Regierungsseite hatten wir am Anfang die verquere Idee, dass wir tatsächlich Waffen an diese Leute liefern sollten. Und auf der schließenden hatten wir ein Symbol. Und wir glauben, dieses Symbol ist schön. Und ich verstehe auch eure Sympathie für Kurden. Das geht vielen Linksliberalen so. Aber wir sagen, am Ende des Tages müssen wir gucken, was verbessert das Leben von Menschen. Und wir wollen das Leben von Menschen verbessern. Wir haben die Chance dazu.